Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir ja die Majin Buu Saga abgeschlossen. Und jetzt sind wir wieder etwas planlos, machen mal eine kleine Pause von der Story und ja, ich habe Ginyu hier entdeckt, der hat eine Mission für mich anscheinend. Also machen wir das. Ich hoffe, ich werde natürlich nicht direkt sein Schüler, sondern das ist nur so eine Parallelquest. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Wir haben schon gegeneinander gekämpft. Du musst ein Kandidat sein, um ins Ginyu-Kommando zu gelangen. Wir sind ein Elite-Kommando aus der gesamten Galaxis. Wir sind nicht im Kindergarten und spielen Spiele. Aber das heißt nicht, dass wir nicht zusammen abhängen. Wenn du wirklich bereit willst, werde ich Ginyu dich testen. Mein Test kann sehr hart sein. Wenn du Angst bekommst, wird deine Mami nicht dein Händchen halten. Also willst du die Herausforderung immer noch annehmen? Nein, ich dachte, wir machen nur eine Parallel-Quest. Ah. Ich habe noch jemanden gefunden, und zwar Son Goten, glaube ich. Mal kurz gucken. Ist er jetzt dann wenigstens hier angezeigt? Ja. Habe ich das schon mal hier aus dem Weg alles? Ich weiß, von wem ich alles ein Schüler werden kann. Ich habe Son Goten noch da gesehen, als ich einkaufen war. Man kann wieder neue Klamotten kaufen. Aber die gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Aber egal. Aber wir werden auch erstmal mit den Klamotten. Ich finde die Klamotten am besten bis jetzt. Kann sich irgendwie Schul- und Pilotenklamotten kaufen. Wenn ich damit anfangen soll, weiß ich nicht. Mal gucken, Son Goten. Ja. So ein Saiyajin, da musst du stark sein. Mein Name ist Son Goten. Da versammeln sich viele Super Saiyajin, um zu trainieren. Ich werde auf den letzten Gast, der sich den Kampf anschließt. Ich habe jemanden gesucht, der gegen Super Saiyajins kämpfen kann. Kommst du mit mir? Es wird ein toller Kampf, ja klar. Och. 5. Hm. Son Goku und Goku. Stille. Eben Super Saiyajin Schlussverkauf. Finish Buster. Finish Buster. Gut. Dann. Schauen wir mal. Solange ich jemanden beschützen muss, ist eigentlich alles nicht so schlimm. Hoffe ich. Und sagen ich nicht gegen 5 auf einmal kämpfen. Ach, jetzt kann man hier auf einmal kämpfen. Warum haben wir jetzt eine Story nicht eingebaut? Ehrlich. Ach, Mann. Ja. Hauptsache die fusionieren jetzt gleich nicht. Das reicht. Bams. Nexa. Bams. Sehr gut. Natürlich. Denkst du denn? Ihr wolltet doch, dass ich mitmache. Nexa. Bams. Da bin ich gut ausgehen. Glaube ich nicht. Autsch. So, habe ich ein paar neue Heilgegenstände gekauft. Bringt natürlich nichts, wenn ich noch viel einsetzen kann, aber... Mann, wird doch nie im Leben was. Mann, lass mich. In der letzten Folge haben die mich noch bewundert, dass ich gegen Majin Buu kämpfen kann. Bams. So, beide jetzt, komm. Ich glaube, Trunks habe ich noch gar nicht als Charakter freigeschaltet. Also als Verbündeter und so. Ah, jetzt habt ihr meine Dings abgebrochen. Ich habe Trunks dadurch nicht getroffen. Boah, das klang schmerzhaft. Mein Gott. Autsch.
Ich hab gewusst, ich hätte, wollte ehrlich gesagt eine einfache Parallelquest haben. Ich hätte dann gedacht, dass das wieder so schwierig wird. War. Komm her. Puff. Oh Mann, echt. So. Da war es der erste Kampf. Oh Mann. Okay, wer kommt jetzt als nächstes? Trunks und Vegeta? Dann Son Gohan und Son Goku oder was? Ja! Also ich komm rein, er direkt Final Flash. Die sind beide direkt super zeichnet. Das ist unfair, immer gegen zwei zu kämpfen. Alter! Ich glaube, Trunks, ne, Vegeta. Alter, könnt ihr mal aufhören damit? Dann mache ich auch hier. Ihr spammt die ganze Zeit eure Angriffe, dann mache ich dann auch. Alter! Hilfe! Schaffe ich doch nie im Leben. Ja. Ja. Ja, das kann ich ja nicht kämpfen. Ist doch irgendwie klar, ne? Da, was? Bist du euch mal? Das haben sie wieder direkt auf mich. Nein, ich falle hier runter. Ah. Boah. Nein. Da, okay, hier. Nämlich auch. Alter. Wenn wir mal ein bisschen weiter weg bleiben, die kommen nur auf mich zu die ganze Zeit. Ist auch ein Volltrottel, ne, der Angriff geht nur nach oben, da weißt du. Oder? Was? Du hast den Augen verloren, was? Das bringt nichts, du ziehst nur nach oben. Ich ziehe voll auf dich. Machst du doch gerade, Trunks. Mach nicht immer solche Gedanken. Hey, von da kam ich. Hi, Piccolo, na? Das wird geil, danke. Wo jetzt lang? Da. War da gerade Kaioshin-Planet? Wollt ihr mal sehen, was ich von Vegeta gelernt habe? Bams. Es kam doch jetzt noch zu verlieren, ganz ehrlich. Das spammt bei den Angriff die ganze Zeit. Hast du eingesetzt? Gar nichts, was? Nein, fast. Ja, ist gut, ist gut, ist gut.
Warum hat er noch? Er hat es nicht so gemacht. Das haben sie irgendwie nicht so gut gemacht, ganz ehrlich. Kaum kämpfst du gegen zwei Gegner, bist du tot. Du kannst ja nur das hier machen. Das geht ja nur verfassen. Ja. Ja, ist gut. Ah! Oh mein Gott. Sagen, ich treffe ich noch. Was macht mir nicht so schwer zum Ohren? Komm her. Hat der Piccolo immer noch nicht dabei gemacht? So, meine letzte Energiekasse und danach geht es wahrscheinlich noch weiter, ne? So bonusmäßig. Ja! Wisst ihr, ich kann ein perfektes Kamehameha. Boom! Zum grünen Abschluss, bam, ist sehr gut. Warum ist das schon wieder so schwer? Ich hab Stille bekommen. Und da ist alles wahr. Wow. Das ist immer das Traurigste von allen. Ich mache ja diese überschweren Missionen, dann kriege ich auch nur so eine Sache. Oh, ich gebe auf. Du bist erstaunlich. Du hast es mit allen Super Saiyans aufgenommen. Ich war total überrascht. Beim nächsten Mal bin ich stärker. Dann kämpfen wir nochmal. Hey, mach's gut. Ja, ja, stärker. Sehr, was das dir wird am Ende. Hey, Gotenks. Lass mal gucken, hier. Und... Ausrüstung. Stille. Von Kid Trunks. Ausrüstung verbessert Kid Trunks Fähigkeiten. Ki und Ki Explosion zu packen. Das sind da genau die Sachen, die ich eigentlich brauche. Das ist ja perfekt eigentlich. Hi. Yippie, der überall beliebte Gotenks. Ha, ich habe über dich schon Gerüchte gehört. Du bist ein Zeitsoldat. Du kämpfst die Meister der Vergangenheit. Toll. Sie meinten, ich könnte kein Zeitsoldat sein, weil ich ein Kind bin. Da ich kein Zeitsoldat bin, kannst du mein Schüler. Bist du mein Schüler und ich trainiere dich. Meine Person hält nicht auseinander. Ich trainiere dich ohne Probleme. Nutze meine Superangriffe und schockiere die Meister der Vergangenheit. Nein, später. Wir ihn auch, ne? Ja, Gotenks. Da unten rechts sehe ich schon, wer das ist. Bills. Oder Beerus. Ich weiß gar nicht, wie der in der deutschen Version offiziell heißt. Ich finde immer nur Bills. Ah, gucken wir mal, ob wir Parallelquests haben. Wir haben ja noch von der Zellsaga hier welche übrig. Müssen wir ja wohl schaffen, hoffentlich. Na, natürlich wieder nicht so. Wie nennt man das? Sicher, dass die einfach werden, aber okay. So, was ist denn jetzt mit meiner Freundschaft zu Satan? Geht voll langsam hoch. Muss ich wahrscheinlich aufs Spiel wieder irgendwas machen. Okay, dann machen wir mal. Erde in Gefahr, besiege Cell. Oh Gott. Aber ich kann Leute nehmen, ne? So, wir haben jetzt alles hier. Wir haben Trunks. Kid Trunks. Son Goten. Son Gohan. Richtig cool. Wir fehlen ja noch. Gotenks? Ne, hier ist Gotenks.
Videl. Die haben wir gar nicht irgendwie zu tun gehabt, aber egal. Fehlt mir noch. Neues alle hier. Okay. Ha! Ja. Vegeta aus der Majin Buu Saga, ne? Auch tot. Tüdelstern. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht aussprechen, Mann. Wenn immer von anderen Kollegen kritisiert, dass mein Japanisch so scheiße ist. Die Aussprache davon jedenfalls, wenn ich mal in Japanisch irgendwie was sage. Die Siegeszelle. Pflanzenmänner, ehrlich. Ja, wenn man Dreieck und Kreis übrigens drückt, habe ich herausgefunden, macht man irgendwie so einen Wegschlagangriff. So. Dann kickt man die irgendwie einen Kilometer weit weg. Als man mal Bock hat, die wegzuhauen. War ein bisschen zu spät, ich weiß. Ja, mein Ki hat sich wieder ein bisschen erhöht, habe ich gesehen. Ist mal auf den Block, ne? Ich habe zwar Engel an meiner Seite. Mein Superangriff müsste ja stärker sein jetzt. Ich kann ihn so nicht treffen, Mann. Ich glaube, die nächsten Folgen werden jetzt einfach nur Parallelquests sein. Ich versuche irgendwie zu lösen. Boah. Jetzt bin ich eine Kugel schon wieder weggeflogen. Okay, nächste. Oder auch nicht. Machen jetzt alle böse, ich glaube, oder was? Ah, machen wir euch fertig. Bams. Sind noch andere Leute hier, ne? Das ist immer das Gleiche, ne? Ich gehe auf einen und dann kommt der andere direkt. Genau deswegen funktioniert das nicht. Ich kann mich nicht auf einen konzentrieren, dann kommt mir immer direkt der andere und haut mich kaputt. Dann war das Szenario nicht schon. Ey, mein Super Saiyan. Wow, alles gut, Mann. Ja, hier scheinen die anderen auch mal was zu machen. Kannst du es wagen? Das ist ein Prinz, verdammt. Was ist das? Und das? Und das? Oh Mann, echt. Ja gut, Fähigkeit halten, ist immer gut. Die kann ich nicht doppelt bekommen oder so. Hey. Sehr gut. Das hat Ding. Westliche Hauptstadt, Bams, okay. Oh, Entschuldigung. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. In Part Dreck. Wir sind denen alle.
Hilfe, wie viele Gegner? Boah, das reicht. Ich bin nicht tatsächlich so viele hier. Und wenn ich hier gegen so Apulle Nebendarsteller. Schon Charaktere wie Apulle überhaupt in dem Spiel drin sind oder in anderen Spielen. Dann kommen auch noch Apulle-Versionen, andere Versionen davon. Ich will gar nicht auf Freezer drauf gehen, aber der kommt mir die ganze Zeit in die Quere. Oh nee. Oh Freezer, lässt du mich mal in Ruhe? Ey, ey, der kittet mich hier voll. Drecksack. Bam. Nimm mich einfach nicht in Ruhe lässt, ne? Dynamite Kick. Ja, kann ich auch. Ja, verdammt, der Dreck, jetzt ist er geflüchtet. So ein Dreck. Das ist cool, was meine Leute hier machen. Okay, dann kann ich die Bonus Herausforderung, was auch immer ist, schon mal vergessen, ne? Bah. Endlich machen die mal was. Und jetzt stehen wir. Hat immer so ordentlich länger dauert als gedacht. Oh Mann. Was ist das? Kono Freezer da. Kono Dio da. Stimmt. Vor 4 Tagen. Diamond is Unbreakable, endlich angekündigt. Ja, yeah, ich habe mich so gefreut. Also die nächste Staffel von JoJo's Bizarre Adventure. Also der nächste Part. Der 4. Part, einer meiner Lieblings. Oh, hi. Und da kommen noch ein paar Lückenfüller. Noch jemand anders hier? Nee, ne? Oh, meinst du das hier? Da kann ich auch. Bams. Ja, ich habe nur eine Fähigkeit bis jetzt bekommen, ne? Tut mir leid, Wakamoto. Aber muss halt. Oh, ne. Nein, so geht das. Perfekt. Kame, Ami. Also keine Ausdauer mehr. Ja, jetzt gepasst. Wie er geschrien hat und die Barriere kam. Super. Nein, wie kannst du es wagen? Kannst du es wagen, den Prinzen wegzuhauen?
So geht das. Wie auf solchen hat man sagt. Perfekt, Kamehameha. Samstagsknall. Ganzen Radix-Angriffe noch, ey. Ah. Okay, sonst habe ich jetzt keine Zeit. Dreck. Komm schon, lass mich irgendwas mit dir machen. Meine Fähigkeit ist jetzt größer, meine sind sie sicher am besten. Ja, ich kann schon ein Gesicht ablesen. Boah. Anders kann ich nicht mehr machen. Boom, perfekter Cell. Besiege Cell. Okay, mach mal schnell. Hoffentlich muss ich nur Cell besiegen. Ich natürlich. Ihn. Den Epic Go an. Okay, besiege Cell stand da nur. Also bitte, lass nur gegen Cell kämpfen. Und ich sag genauso wie dieser eine Kampf gegen Freezer, Namek-Explosion. Da kann man sehr gute Erfahrungspunkte farmen. Boom, perfekter Cell. Hm. Wahrscheinlich ist er voll stark jetzt, ne? Mein Gott, der ist ja jetzt schon gleich kaputt, wenn er zu weitergeht. Perfekt! Kamehameha! So, ich muss halt jetzt ein bisschen beschleunigen hier. Danke, Wakamoto. Perfekt. Kamehameha! Obwohl, ich habe 15 Minuten, also kann das gar nicht so eine kurze Mission sein. Darf das Ding ja noch. Oh, alle immer mit ihrem Verdammt, ne? Ja, das war. Das sah ja nicht so viel drauf. Wahrscheinlich kommen jetzt eine ganzen Zell Juniors oder so, ne? Ja, das war zu erwarten. Jetzt kommt super perfekt Zell. Ausrüstung halten, sehr gut. Ich spam mal hier ein bisschen, ne? Hast ja nichts dagegen. Naja. War schon wieder lang genug. War ein bisschen beschleunigen hier. Wir waren denn irgendwie fertig, kann das sein. So nah an ihm wollte ich das nicht einsetzen, aber okay. Oh mein Gott, warum treffe ich ihn nicht mehr? Sehr gut gemacht, Son Gohan. Du auch, Son Gohan. Bah, wer hat denn hier jetzt weggehauen? Ja, selbst mit all dieser Kraft wirst du verlieren. Bams. Und jetzt kommt noch jemand. Oh nee. Oh. Was ist mit dir? Oh, warum bin ich nicht ein Super Saiyan? Das ist ja jetzt eine, die Mega-Version oder was? Die Musik hört wieder auf.
Die Musik. Ja, komm direkt auf mich zu. So, dich treffe ich jetzt aber. Oh ja. Ich dachte gerade, ich habe Gotenks gehört. Die haben, glaube ich, genau gleich geredet zu dem Zeitpunkt. Das wird wieder ein langer Part. Hör ich mal die Musik an. Voll menacing. Nein, wie kannst du es wagen? Hey. Sehr schön. Nummer 16. Okay. So, einen schnellen Part beenden. 32 Minuten, hallo. Viel zu viel. Partlänge viel zu viel, ist zu viel. Wir sagen tschüss, mal kurz winken und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.